What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr jetzt gerade darüber nachdenkt, mich darauf hinzuweisen, dass ich gelbe Haare habe, ich weiß das und habe versucht, mit sehr, sehr viel Schminke dagegen anzuarbeiten, damit das irgendwie besser aussieht. Hab dann aber darüber nachgedacht, dass die Gleichung vielleicht nicht ganz aufgeht, mit überblondierten, gelblichen Haaren mehr Schminke aufzutragen. Ich weiß nicht, ob das kontraproduktiv ist. Auf jeden Fall müssen wir da heute durch. Es ist jetzt nun mal passiert. Wir haben schon lange kein Favoritenvideo mehr gehabt auf diesem Kanal und ich hatte da mal wieder Bock zu. Ich habe voll viele Sachen zusammengetragen. Ich würde sagen, wir labern nicht groß drum rum. Ich setze mich mal in den Schneider. Und fange direkt an. Nummer uno ist meine Rubbelweltkarte. Ich habe von Kevin zu Weihnachten dieses Jahr eine Rubbelweltkarte bekommen. Das heißt, du hast eine Weltkarte, die Gold ist. Und in jedem Land, wo du warst, kannst du das freirubbeln und dann wird das bunt. Und es sieht so schön aus an meiner Wand. Und ganz viele von euch auf Snapchat haben danach gefragt, oh mein Gott, Jaco, woher hast du diese Karte? Und deswegen dachte ich, ich nehme es mit in dein Favoritenvideo. Dann kann ich direkt den Link unten zu der Karte reinsetzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Kreolen mit den gelben Haaren und der fetten Schminke irgendwie too much sind. So, kommen wir zum nächsten Favorit. Und es ist ein Buch. Ich habe ein Buch zugeschickt bekommen. Und zwar handelt es sich um das Buch Der Islam, Das Islam, Was Islam von Kerim Pamuk. Ein Lexikon für Durchblicker, garantiert unverschleiert. Es ist so witzig. Was ist der Islam denn nun? Für den verbiesterten Abendlandretter ist er schuld an Terrorismus, niedrigen Renten und dem Tsunami im eigenen seelischen Schrebergarten. Eigentlich ist der Islam schuld an allem. Für den verbohrten Gläubigen ist der Islam die Lösung schlechthin. Ob es um Seelenheil geht, den Hartz-IV-Antrag oder den richtigen Handy-Klingelton, der Islam ist die Antwort. Immer. Warum werden Männer schwul, wenn Frauen Auto fahren? Warten auf den Märtyrer im Paradies wirklich 72 Jungfrauen oder nur eine 72-jährige Jungfrau? Von A wie Allah und B wie Bikini bis Z wie Zuckerfest, erklärt er uns das Leben der Muslime. Ein Buch so ernsthaft, dass kein Auge trocken bleibt und man am Ende verblüfft erkennt, der Islam ist bunter und menschlicher als gedacht. Ich habe wirklich gelacht, weil es wirklich witzig manchmal ist. Und ich habe eine ganze Menge gelernt. Also seit ich mit Kevin zusammen bin, stoße ich ja mit einer ganzen Menge Religionsgeschichte aufeinander, weil der sich ja total krass dafür interessiert. Und der hat ja auch die Bibel und den Koran und was weiß ich nicht alles gelesen. Also ich kann es auf jeden Fall jemandem empfehlen, der Humor hat und sich aber auch so ein bisschen für sowas interessiert. Also ich finde es halt super spannend, wie sind wir überhaupt hier hingekommen mit diesen ganzen Weltreligionen und an was die alles glauben und so. Und mir wurde nicht nur das geschickt, mir wurden noch 5 weitere geschickt. Also sobald ihr einen Kommentar schreibt, in den Kommentaren nehmt ihr an der Verlosung teil von 5 Büchern von Der Islam, Das Islam, Was Islam. Mein nächster Favorit ist Lernen, wahrhaftig. Und ich wollte unbedingt Spanisch lernen, weil ich dieses oder nächstes Jahr eventuell gerne nach Südamerika, also mein Traum ist auf jeden Fall noch mal eine große Südamerika-Reise zu machen. Und einige meiner Freunde haben gesagt, dein Aufenthalt wird dir um einiges leichter sein und wird einiges spannender, weil du dich auch mit Einheimischen unterhalten kannst, wenn du eben Spanisch kannst. Ich habe mit Büchern angefangen, das hat auch ganz gut funktioniert, habe jetzt aber mit Bubble weitergemacht. Also Bubble ist ein Sprachkurs-Online-Anbieter. Da kann man halt mit dem Computer lernen oder halt mit dem Smartphone, was für mich halt voll geil ist, weil ich habe ehrlich gesagt, mein Tag bräuchte 36 Stunden und nicht 24. Und deswegen ist es ganz cool, weil ich brauche immer so 20 bis 30 Minuten in die Stadt oder zum Sport und dann kann ich immer 2 Lektionen machen. Eine Lektion dauert nämlich immer 15 Minuten und dann habe ich 2 Lektionen für Hin- und Rückweg und muss mir halt nicht extra zu Hause Zeit nehmen, um zu lernen. Genau. Und da gibt es dann halt einfach verschiedene Kurse. Ich bin hier oben noch bei den Anfängerkursen und weiter unten gibt es dann halt auch so für Reisen, im Urlaub, im Alltag, Umgangssprache, Redewendungen und so weiter. Und das könnt ihr halt mit jeder, beziehungsweise mit 14 verschiedenen Sprachen machen. Ne? Ich mache jetzt gerade Spanisch und danach Italienisch, weil Kevin und ich letztens darüber geredet haben, wie schade es eigentlich ist, dass wir so viel verreisen, aber niemals auch nur, keine Ahnung, ein Wasser in der jeweiligen Sprache bestellen können. Und ich muss sagen, dass ich bisher wirklich dran geblieben bin. Also ich bin jetzt seit 2 Monaten am Lernen und ich bin gar nicht so schlecht. Das Praktische ist, dass Kevin nämlich Spanisch kann. Also Kevin weiß, wenn ich anfange Spanisch zu sprechen, dann bin ich nervig drauf. Tengo hambre. Quiero una gran porción de pasta. Rápido. Por favor. Rápido.
rápido, por favor. Hazme una botella de agua caliente. Rápido, por favor. Mi cuerpo es tan pesada. Also, wenn ihr irgendwie meine Sprache lernen wollt, kann ich euch das mal unten reinsetzen. Ich habe in der Infobox einen Code, da kriegt ihr 3 Monate gratis für einen 6-Monats-Kurs. Also, wenn ihr für 33 Euro 6 Monate Spanisch lernen bucht, dann bekommt ihr 3 Monate gratis oben drauf. In der Schule war das so, Klausuren, und jetzt ist es so geil. Klingt verrückt, ne? Ist aber so. Ja. Bin aber auch schon seit 100 Jahren aus der Schule raus, bin ja gefühlt schon 50. Mein neuer Favorit sind Öle. Das ist ja nichts Neues. Es gibt ja auch ein paar Bio-Bitches unter euch. Deswegen machen wir jetzt mal einen kurzen Beauty-Exkurs. Ich habe irgendwann angefangen, nur noch Kokosöl in meinem Gesicht zu benutzen. Aber ich mache das jetzt mit Macadamiaöl. Ich habe mir im Stübener Kräutergarten einfach mal 500 Milliliter Macadamiaöl besperrt, was natürlich überhaupt nicht teuer ist, weil Macadamianüsse ja total günstig sind, wie wir alle wissen. Ich benutze es halt echt nur so ein paar Tropfen fürs Gesicht. Ich habe angefangen, mich damit abzuschminken und das für den ganzen Körper zu benutzen, aber rieche ich dann mega krass nach Nuss. Das ist voll komisch. Und dazu ist es einfach zu teuer. Aber meine Haut ist so viel besser geworden seitdem. Das heißt nicht unbedingt, dass es Macadamiaöl sein muss. Also manche Leute fahren auch mit Arganöl oder mit Jojobaöl besser. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass einige Öle sich fürs Gesicht besser eignen als Kokosöl. Ich muss mal ein kleines Schlückchen Wasser nehmen. Mann, ich habe heute echt gute Laune, Leute. Das ist vorteilhaft. Hab auch schon gedreht und hatte schlechte Laune und habe so getan, als ob ich gute Laune hätte. Dann fragt ihr mich immer, Jaco, wie kannst du immer so gute Laune haben, ne? Jetzt wisst ihr es, alles fake. Mein nächster Favorit ist eine App. Und auf diese App hat mich ein Zuschauer von mir, Tim, gebracht. Der hat mir nämlich von der auf Snapchat erzählt. Also die App heißt Forest, kostet übrigens auch 1,99 €. Ich sag schon von vornherein, die ist nicht umsonst. Und zwar geht es in Forest darum, einen Baum zu pflanzen. Und hier habe ich zum Beispiel einen Baum, der braucht 25 Minuten. Und dann drücke ich auf Pflanze. Und dann ist der ganz klein und der braucht jetzt 25 Minuten, bis er ganz groß ist. Und er wächst aber nur, wenn ich in der App bleibe. Sobald ich diese App verlasse, ist es abgebrochen. Und dann kriege ich keine 9 Gold dafür. Also ich merke das manchmal nicht, wie sehr mich dieses Teil von der Arbeit ablenkt. Wenn das neben mir liegt, da leuchtet was auf, ich gehe ran, oh, noch einmal kurz bei Instagram gucken, bla bla bla. Und das geht dann halt nicht. Verrückt eigentlich, ne? Man kauft sich ein Handy, um es zu benutzen, und dann lädt man Apps runter, damit man es nicht benutzt. Wenn du 2500 Punkte zusammen hast, wird in Afrika ein echter Baum gepflanzt. Und das finde ich cool. Und da kann man jetzt sagen, ja, man kann aber auch selbst einen Baum pflanzen. Ja, natürlich. Ich habe auch letztes Jahr in Indien einen Baum gepflanzt. Pole Dance! Vielleicht haben es einige von euch noch nicht mitbekommen. Ich lerne gerade Pole Dance und es ist mein absoluter, eigentlich Nummer 1 Top-Favorit, weil es so doll Spaß macht. Und es wird auch noch ein Video dazu kommen. Also ich lerne das wahrhaftig nur, weil ich ein Video darüber machen wollte, wisst ihr, also zeigen wollte, ob ich das halt lernen kann. Ich glaube, das wird sehr lustig und werde jetzt vielleicht auch Stripperin. Aber es gehört auf jeden Fall auf meine Top-Favoritenliste und ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen, weil ihr werdet es ja bald sehen. So, kommen wir nun aber zu Film, Fernsehen und Musik. Ich wollte euch gerne ein Album vorstellen, beziehungsweise eine EP. Und zwar ist es von Ed Prosek, The River Band EP. Ich habe die im Herbst gehört und die hat mir, okay, ich muss jetzt dieses Wort sagen, so viel Frieden gegeben. Immer wenn ich spazieren gegangen bin, habe ich dieses Album gehört. Und jetzt hatte ich so ein kleines Down im Frühling. Und da habe ich das wieder ausgepackt. Und es hat mir so gut getan. Und das, mein absolutes Lieblingslied ist Weak Heart. Das ist einfach wunderschön. Und der Text ist wunderschön. Es ist so ein schönes Liebeslied. Und ja, ich finde es auf jeden Fall ganz toll. Gut, ihr wisst jetzt, dass ich das möge. Ich werde es unten in die Infobox schreiben, falls ihr euch das mal anhören wollt. Mein nächster Favorit ist eine Serie. You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer. Also es ist so ein kleiner deutscher Abgucker von Black Mirror vielleicht. Und auch so ein bisschen, also so, es geht so in die Thematik, so Black Mirror, Wishlist, Data, was kannst du mit einem Menschen machen, mit seinen Daten. Ich gucke halt gern Matthias Schweighöfer, ist halt so ein Guilty. Der war Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller und man kann es nicht anders sagen, er hat das wirklich gut gemacht. Und deswegen wollte ich euch das empfehlen. Vielleicht habt ihr Bock. Kommen wir zu einem Format auf YouTube, was ich
gestern und vorgestern durchgeguckt habe. Das Format heißt auf jeden Fall Tell My Story. Und zwar geht es darum, dass sich zwei fremde Menschen gegenübergesetzt werden und sie müssen auf einem Bogen ankreuzen, ob sie den Gegenüber daten würden oder nicht. So, und dann müssen sie jeweils die Story vom anderen erzählen. Also sie bekommen ein Blatt mit einem Lückentext. Die müssen das immer für den Gegenüber ausfüllen. Also da sind dann auch, ist dann auch so Deep Shit bei, wie dass man zum Beispiel in den Text eintragen muss, was man denkt, was der Gegenüber für Ängste hat oder für Wünsche oder für Träume. Nachdem die das gemacht haben, müssen die noch mehr ankreuzen, ob sie sich daten würden oder nicht. Also ob jetzt das Gespräch dazu geführt hat, dass es gleich geblieben ist, dass man jemanden doch daten würde oder dass man jemanden halt nicht mehr daten würde. Wenn man so dieses Knistern merkt zwischen diesen Menschen und ich weiß auch nicht, ich finde dieses Format mega geil und deswegen wollte ich euch das vorstellen. Ich werde euch die Playlist mit den Videos unten in die Infobox setzen. Das waren meine Favoriten. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Falls nicht, verlinke ich euch an dieser Stelle mal meine Playlist mit all meinen Favoritenvideos. Die Sonne ist da. Denkt euch einzucremen. Nur weil ich einen warmen Pullover anhab, heißt es nicht, dass es hier nicht sehr, sehr warm ist. Den habe ich nur an, weil er zu meinen gelben Haaren passt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Rapido. Una. Grande Portion de Pasta. De Pasta. Una Bottiglia. Agua caliente, rapido, per favore, rapido, per favore. Das klingt irgendwie italienisch.